Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Ark Survival Plus hier in unserem Dorf. Es wird und wird. Es wird immer schöner, immer größer, immer besser. Vor allen Dingen jetzt, wo wir die Berufe haben. Der Xar, der Hippo, die Sinde und Coach. Den habe ich fast vergessen. Es gibt ja wohl. Hallo. Hi. Hallo. Was machst du mit Absicht? Natürlich. Und wir haben ein Problem. Sinde hat die Schere entdeckt. Ja, 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 ja. Die habe ich in der letzten Folge noch gecraftet. Ja, da ist sie, da ist sie. Ich hab sie. Ich muss weg. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Immerhin haben wir noch keine Farbe. Ich baue uns jetzt erstmal, weißt du, also wenn wir schon eine Schere haben, dann brauchen wir auch einen Stuhl, wo alle mal drauf Platz nehmen. Ja. Ja? Ich versuche uns mal so ein Ding zu bauen. Mal schauen, ob ich das hinkriege mit meinen beschränkten Schreinerfähigkeiten. Das dürfte. Da hat man einen Schreiner und dann kann der nichts. Oh, scheiße. Dafür brauche ich Bone Meal Clue. Wie wo? Ja. Knochen zermahlen im Mörser und dann mit Wasser in den Campfire da, wo die Schüssel drin ist. Also hier kann auch nichts einfach sein. Nee. Wo einfach ist. Ja. Nur nicht hier. So, Moment, dann baue ich jetzt erstmal meinen Trade Stall auf. Habe ich mir nämlich gedacht, dann brauche ich nicht immer hier Günni zum Handeln nutzen. Und vor allen Dingen verdiene ich dann auch endlich mal was. So. Also Knochen im Mörser und dann Wasser in Mörser oder was? Oder nein. Dann das Bone Meal, was du da rauskriegst, dann, damit gehst du dann mit Wasser zu dem Kochpot und dann da reinschmeißen. Dann geht das zu Boden. Coach, ich hab dir deinen Topf in dein Lagerfeuer bei deinem Häuschen geschmissen. Die Sache Dankeschön. Hat einen Haken. Was? Das wäre? Wir haben keine Knochen. Irgendwo hatten wir doch noch welche, oder? Nicht in dem Topf, wo Knochen dran steht. Ah. Ich habe noch welche. Oh, ich auch. Was zahlst du denn dafür? Ich hau dir nicht den Speer in den Kopf. Ja, das ist doch, das nenne ich doch mal ein Deal. Das ist doch ein faires Angebot. Ne? Ja. Wer kann da schon Nein sagen? Soll ich die wieder in die Kiste packen, die Knochen? Wie viel brauchst du denn? Ja, einfach in die Kiste rein. Nee, nicht so einfach in die Kiste rein. Komm mir nicht so. Aber jetzt kriegst du gar nichts mehr. So, bitteschön. Dankeschön. Das ist Sinne macht alles dafür, dass er gleich die Schere hier schwingen darf und uns für uns stalten darf. Ich meine natürlich besonders schön. Frisiert. So, pass mal auf. Wo ist denn. Wasser. Moment. Acht. Haben wir die Mörser mittlerweile auch schon umgeparkt? Sind die bei dir, Xav? Ja, nee, die habe ich alle. Also, ja, zwei sind bei mir und einer steht in der Stadtmitte. Da hatte ich jetzt alles, was noch so über war, mal hin verfrachtet. Sehr schön. Die Gemeinschaftswerkzeuge, ja, da müssen wir noch so einen Unterstand am besten machen. So, Crafting, Components, Bone Meal. Muss man das lernen? Kann sein. Bone Meal. Okay. Und dann Components, da ist es. Mach ich mal einen kleinen Schwung. Ja. Ach Mann! Diese Eingabe von den Zahlen, das ist doch immer eine Frickelei. Oh, da kommt doch wirklich nur eins bei raus. Na super. Wenn man krumme Pfoten hat, ist das so. Warum Leuchter? Nächstes Mal Bohleichen, bevor ich den Speer werfe. Muss das aber noch Wasser dazu geben? Ja, ich habe leider schon wieder vergessen, wo ich das Wasser hinzugeben muss. Ja, ins Lagerfeuer. Du musst ja das Knochenmehl muss ja aufkochen mit Wasser. Das Lachen draus war. Aufkochen war es. Aufkochen war es. Naja, als Schreiner wüsstest du sowas. Und das Ganze unter ständigen Rühren in den Ausguss. Als Schreiner wüsst ihr mal so, also macht ihr das bei euch dann auch, Xa, oder was? Ihr kocht Knochen aus und klebt damit eure Tische zusammen, ja? Also im Normalfall arbeitet man nicht damit, nee, aber also es gibt durchaus noch Knochenmehl als Pulverform zum Selbstkochen. Also ich kann dir zur Restauration öfter mal nutzt. Als Koch kann ich dir sagen, dass man da noch Knochen auskocht, ja. Also, aber ja, man kann lecker Soße von machen. Das hätte ich auch sagen können, ja. So, das habe ich jetzt da drin mit Wasser zusammen und dann gibt das gleich eine eigene Brühe, oder wie? Genau. Dann sollte da Knochenleim rauskommen. Ja, da ist es auch schon.
Ach, Mehlklo. Okay, Bone Meal Klo. Okay, dann, ja, dann lasse ich das mal durchkochen noch ein bisschen. Cool. Ist ja eigentlich schön. Du musst aber jedes Mal einen Wasserbeutel nachlegen. Autsch. Okay. Hat noch jemand einen? Nimm doch, sind die beim Salz noch nicht durch da? Moment, beim Salz, ja. Ja, sonst nimm die da innen erstmal raus. Salz ist ja ein bisschen drin, dann verwendet die da eben. Ich hab gerade einen Beutel gefüllt. Dankeschön. Ich schmeiß dann jetzt die Salzdinger da mal rein. Das reicht ja auch, wenn die nicht voll sind, ne? Die müssen nicht komplett voll sein, also wenn sie so ein bisschen angefressen sind, geht das genauso. Wo kommt das rein? Ins Lagerfeuer, da wo auch das Knochenmehl drin ist, das rechte. So, Bone Meal Clue, schauen wir mal. Chair. Weißt du, nur mal schnell einen Stuhl herstellen. You need a wooden mallet to craft wooden. Oh, you need a wooden mallet. Ich brauch mir da kurz was drin, Conch. Mallet. Ach so. Wasser, bitte? Aber muss auch anmachen zum Kochen. Ja, ich musste mir gerade links craften. Feuer-Making-Kit. Oh, gibt's den Wooden Mallet? Verdammt. Dann musst du ja selbst machen, da ist ein Halshammer. Genau, den musst du dir, den kannst du bei dir herstellen. Na ja. Mal schnell einen Stuhl. Reich, reich. Woher ist der Stuhl schon fertig? Jetzt nicht mehr genug. Ah, dieser blöde Hammer braucht auch den Kleber. Ja, habe ich. Ich leg's dir gleich wieder rein. Achso, alles klar. Kannst dran. Ich hatte genau 5 Kleber, weißt du. Gleich haben wir's. Gleich ist der Stuhl da. Ja, ja. Nächste Folge oder du so können wir dann. Du drückst dich nur. Du willst gar keine Frisur haben. Ich will gar keine Frisur. Vor allem nicht die. Welche auch immer. Noch gar nicht welche. Ja, der wird bestimmt schön. Ja. Was ist jetzt los? Hier nee, du Wooden Mallet. Ich hab doch einen Wooden Mallet, du Penner. Crafting-Tisch, das zählt wohl nicht. Da bin ich dann zu dumm, den zu bauen. So. Komm, wenn wir gerade mal Stühle bauen, dann brauchen wir jetzt auch mehr. Wooden Nails. Ja. Naja, okay. Brauchen wir halt nur 2. Was man braucht, um Farben herzustellen, weißt du nicht, Sarah, oder? Ich glaube auch Bären, aber Farben macht eigentlich nur der Alchemist. Ja? Yep. Verdammt. Gott sei Dank. Ich kann übrigens auch so ein Wasser, so eine Art Brunnen bauen, so eine Waterwell nennt sich das. Ja, das ist ein Brunnen. Aber nur mit Baugenehmigung, oder? Ach was? Echt? Ja, eigentlich schon. Echt jetzt? Steht da jetzt nicht unbedingt, aber... Nee, steht das da nicht drunter? Da ist Tier 3 irgendwas da oder so? Muss ich nochmal gucken. Ich dachte, das wäre eventuell... Soll ich die Stühle mal da ums Lagerfeuer rumbauen? Ja. Ja, wenn du jetzt endlich fertig hast, ja. Darf ich ihn töten? Ja. Kann man besser gucken. Wir müssen gleich mal, wenn wir unsere Folge fertig haben, so 1-2 Minuten Pause, weil die haben dann doch später angefangen. Also ja, auch kein Problem. Wir stimmen uns im Hintergrund immer ab. Also versuchen es. Mit dem anderen Team, dass wir natürlich immer ähnlich viele Folgen haben. Klappt mal besser. Und das klappt mal besser und das klappt mal nicht so gut und manchmal klappt es auch gar nicht. Sagen wir es mal so. Wir bemühen uns redlich. Ja. Aber stets waren wir, aber stets. Sowas von. So. Ich finde meine Mähne so schön, ich finde, die sollte man nicht schneiden. Klingt nicht gut. Lass mal gucken. Gucken wir mal seine Augen an. So. Ich hab Augen? Gesichtszüge. Ja, so unter den Fusseln. Was könnt ihr denn stehen? So, ich würde da den Kopf bevorzugen und Anarchie drüber ziehen. Das passt dann schon. Hammer statt Schere, ja. Genau. Wir leben hier nach dem Motto Hammer statt Schere. Du sollst mich nicht erstechen damit. Ich bin doch noch Mensch. Was machen wir denn Schönes? Ja. Das ist doch, dreschig. Da hätten wir noch so. Oh, das ist aber. Oh. Oh, ich hätte gern auch so eine schöne Moustache. Ah. Jetzt gibt es schöne Augenkrebs. Nein, noch das nicht. Es muss ja erstmal wachsen dann.
Dann hätte ich noch das oder... Das klingt nicht gut. Okay. Madame, wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt? Gar nicht. Berlin am Kudamm. Okay. Das ist gut. Star-Friseur. Okay, fertig. Ja, so sieht schon mal gut aus, wenn es ja, so bleiben würde. Ja, hervorragend. So, wen haben wir noch? Einmal Schwatzehaar. Was machen wir mit dir? Ich hätte gern Fukuhila. Fukuhila? Steh mal auf, Couch. Couch? Ach verdammt, der kommt nicht ins Feuer, warum? So, komm her, nur weil du blond bist, jetzt kriegst du eine vernünftige Frisur. Aber nur die Spitzen. Nur die Spitzen. Mach eine Dauerwelle. Sag mal, du hast so Iro-Ansätze bei dir. Also bei Hippo musst du nochmal nachschneiden, Sinde. Das ist noch nicht so ganz bei mir zumindest. Das sind eine ganze Menge Beulen auf dem Kopf. Der hat lauter Beulen. Das ist sehr unsauber. Das ist die erste Woche. Alter, ja. Wir gehen nochmal zurück zum Luftballon, weißt du? Würden Sie sich bitte setzen? Ich habe Lochfraß in meiner Flasche. Ja, auch der Coach hat Lochfraß. Das sieht aus. Das ist mit euren Haaren kaputt. Die Schere ist kaputt. Kannst du mal eine neue machen, bitte? Oh, das war ein Pech, aber auch. Ja, das war voll. Hippo, man muss ja sagen, man muss es tragen können, ne? Nicht jeder, du kannst das. Bei dir ist nicht so schlimm. Der Charakter ist dazu hässlich genug. Also in der Blumenvase sind jetzt ganz leckere Brotmeals drin. Da könnt ihr euch bedienen. Was ist da drin? Ganz unten. Dodo-Eck. Das. Was? Nein, im rechten. Oh. Oh, ich hab den Dodo getroffen. Armor Berries. Hä? Ganz unten. Dümpel Brotmeal. Wow. Cured Meat? Ach, da oben ist das. Simple Pronto Meal. Okay, was ist denn da so drin? Das sind Dodo-Eier mit Pronto-Steaks und ein bisschen Salz und Wasser. Und Marco-Berries. Extra für dich. Ja, genau, die Idee habe ich dann jetzt den Ausladen. Aha. Ja, nee, stimmt gut. Also zumindest soll es dir instant alles geben, was du brauchst. Sprich, Mampf und Herzchen. Nee, Mampf und Herzchen eben nicht. Was? Also Mampf ja, aber Herzchen habe ich keins. Ich will jetzt auch nicht zwei essen. Also. Ich möchte auch sowas. Wo gibt's sowas? Am Feuer. Im Blumentopf. Ich krieg keinen. Oh, sag mal! wir brauchen eine neue Schere, ja? Also ihr beide habt noch keine Frisur. Ja, ich brauch Tool Handles. Ich habe alle verbaut. Das Crunch-Dingens, ne, Cured Meat. Ich krieg kein Herzchen. Ach doch, ich hab bestimmt schon Herzchen. Ach, das Simple Bronto. Genau, das Simple Bronto mir. Einfach wegnurieren, das. Mir ist mal nichts passiert. Nein, ich hatte die UI nicht aus. Ja. Habt ihr jetzt jeder eins? Ich nicht. Möchte nicht das letzte essen. Ich hab eins vergessen. Hau rein, damit du groß und stark wirst. Ja. Tool-Handles laufen durch. Kannst dich aus dem Schreiner-Table dann bedienen. Mach ich. Ich stell die hier zum Verkauf in meinen Market-Stall, glaube ich hier. Ich muss den Marktstall hier sowieso noch... Ich muss mir da einen schöneren hinbauen, so ein Billigding. Das können wir zu Xar stellen, das reicht dem. Ich brauch hier was Schönes. So... Also, dann... Moment, ich habe hier mir eine Liste gemacht. Wir brauchten da was ganz Wichtiges. Bei der Kacke, die wir hier verzapfen. So, Schere ist fertig. Lomba. Ha, super, danke. Und falls ihr Carpenter's Kit, Taylor's Kit oder eine Trowel braucht, die liegen bei mir vorne im Worktable. Oh, au! Dann komm, Axa, schneid wir dir auch mal die Haare. Au! Ja! Eichs hingesetzt!
Die Spikes habe ich hingesetzt und die sind verdammt gut. Nee, sind ja tolle Spikes. Das ist ja ein ganz tolles Spike. So schöne Spikes. Oh, sind die schön, die Spikes. Sind das schöne Spikes. Das habe ich noch nie Spikes gesehen. Was würden wir machen, wenn wir nicht so schöne Spikes hätten? Wenn die solche Spikes hätten, ja. Dann... Ja. Also so. In dem Moment, als du mir die Haare geschnitten hast, ist da hinten die Pflanze explodiert. Die hat flattert bis zum Himmel. Jetzt muss Sinde sich da bitte auch nochmal hinhocken, ja? Darf ich die Schere haben? Ja, okay, also ich finde Coach, ich finde Coach hat das verdient. Also Sinde, ich würde Coach dir ja nicht geben, sonst bist du mit dem Kopf kürzer, anstatt nur die Frisur los. Ich bin ja nicht so, ihr habt euch ja auch geopfert. Ja, ne? Wem darf ich die denn hintun? Dann gib sie Coach. Coach wird bestimmt kreativ. Alle abgehauen. Ich komm. Ich eile. Du wirst nie wieder freiwillig in den Spiegel gucken wollen. Wie krieg ich denn Lamba? Wo ist das? Ach, da ist alle Lamba. Weg. Oh Coach, bis du hier bist, ich verhungert. Ich kann das Campfire ja schon sehen. Am Horizont ein Campfire. Ich nähere mich. Warum ist ein Günni eigentlich so voll mit Steinen? Warte, ich helf dir. Wer ist denn hier der Mason? Wo ist denn die Sphäre? So, pass auf, ich schmeiß dir hin. Bitte schön. Warum bin ich wieder so voll? Vielleicht weniger trinken? Ja. Ja. Dann setz dich mal hin. Ich schneide dir heute die Haare. Lass uns ein paar Strähnchen geben. Oh, wow. Ja, also bitte, musst du auch schon die Mütze abziehen? Oder ist das hier die Topfrisur, die es geben soll? Ich sagen. So außenrum einmal. Was hättest du gern? Spitzbart? Ah, yeah, das war alles da drunter? Ja. Vollbart, bitte. Also ich finde Mustache bei Frauen immer sehr sexy. So einmal Spliss raus, dann ist gut. Spliss, nur die Spitzen, genau. Und das Pony, also ich würde gern was sehen vorne. Wie wähle ich dich jetzt an, dass ich dir die Haare schneiden will? Rechts oder linksklick, ich weiß gerade nicht, genau, welches welche war. Linksklick, einfach, als wenn du mich angreifen würdest. Ah, jetzt ja. Also ich finde bei Sinde käme sehr gut Fola Hiku. Ja? Wir drehen das einfach mal um. Ach ja. Macht das ja vernünftig da. Aber volle Locke. Volle Locke. Ja, eine Dauerwelle. Oh. Hier hat sich schon einer krank. Ich habe Angst. Ich auch. Ja, stimmt. Ich sagte doch, gib Coach nicht die Schere in die Hand. Ich kann nicht mehr. I break together, oder? Ich muss bestimmt nachher heulen, wenn ich in die Spiegel gucke. Der allein nachher. Ja, also. Ich krieg die Schere wieder, ja? Keine Sorge, Coach holt mir ja auch schon. Xa? Aus anderen Gründen. Ja. Ich muss sagen, deine Metallsäge ist Wertarbeit. Funktioniert. Das ist schade, die Bagger ist ja gut. Wie sieht das denn aus gerade? Was ist das? Bist du schon fertig? Ja. Was ist das denn? Diese Frisur nennt sich, Wie das aussehen? Ich kann nur nicht so schnell. Das ist die Frisur Besenrein. Das sieht gut aus. Nee, Sinde kann... Ist wirklich... Mach eine schlanke... Schlanke Wangenknochen. Schlanke. Doch schöner wäre es gewesen, wenn er die Bart auch übernommen hätte. Wie sind das verpackt bei euch? Bei euch die Beulen und bei Sinde hier so ein ganze Büschel. Und Strauch. Nee, das ist schon. Schneid's ab und stell's in die Vase. Es passt gerade hinten zu der Pflanze, die hat bei mir auch solche Aktionen. Alter, ich hab Tränen in den Augen. Ja. Nee, das wolltest du skalpieren und zwischendurch war das Messer stumpf. Ja, das ist ja nichts. Das ist so fast im Arsch, die Schere. Nee, das wird's wohl sein, ne?
Ach, schade, jetzt weg. Achso, nee, jetzt kommt's wieder. Ach Gott. Nee, also bei mir ist es konstant da. Nee, sieht gut aus. Lauf mal bitte, tu mir mal einen Gefallen und lass das mal in Aktion. Mach doch mal, wir mal Dynamik da drin sehen. Schüttel dein Haar von mir. Ja, genau, sowas. Ah. Schüttelt sich da wenigstens was? Na, komm, nee, irgendwie nicht. Das ist gut gegelt. Das ist wirklich gut gegelt. Drei Wettertaft. Ja. Mindestens sind das bei dem Regen. Oh, ach, es regnet ja, muss ich ja gar nicht mehr gießen. War noch ein bisschen Knochenleim über. Sag mal, Hippo. Und Hippo hat es völlig übertrieben mit den Pflanzen. Wenn ihr das sehen könntet, was ich hier gerade sehe. Du hast einen Riesenwuchs da hinten, die wächst bei mir bis zum Mond. Der muss doch für alle reichen. Damit Coach auch satt wird. Danke. Ja. Nee, also sind es echt gut. Ich nehme mich jetzt zurück in meine Hütte und heule. Genau. Ich komme da auch nicht mehr raus. Ich würde es verstehen. Ich nicht. Also ab sofort hier eine Pflicht, ja, Hidehead bei allen. Damit wir sehen, was da für wunderbare Sachen rauskommen. Also wie war das jetzt nochmal mit den Rüstungen? Die konnte ich im Inventar reparieren, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Mal gucken. Ah, herrlich. Die müsstest du im Inventar reparieren. Bauteile, Rinde, Knochen, Häute. Was braucht man dafür noch? Hide Stripes, Plant Strings. Okay. Plant Strings. Wo habe ich das Zeug denn? Huch. Wir wollten hier so hin. Das ist ja eine Frechheit. Also ich würde sagen, unsere Ponys haben sich in Raptoren verwandelt. Das ist aber doof. Die lassen sich so schlecht mit Möhre ziehen. Ach, du warst jetzt schon unten gucken, oder wie? Weißen, ja, also ich bin halt hierher, weil hier eigentlich immer Ameisenhügel waren, aber... Waren. Irgendwie nicht mehr. Weil ich brauche wieder Kupfer. Meinst du was? Ich hatte jetzt schon alles in Waren verwandelt. Da wollte ich jetzt eigentlich Nachschub einwerfen, aber nun ja. Könnten wir ja auch mal entsprechend zusammen los nochmal eine größere Sammeltour dann machen. Wäre ich auch ja, wir sehr dafür. Auch, ah, ja, genau. Auch Haut und sowas, das Ganze, ne? Ja. Eben, heute brauchen wir wieder Knochen vor allen Dingen. Wir haben echt keine Knochen. Also, wenn unten Raptoren sind, bringst du. Ah, ne, die haben ja auch keine. Ich bringe nix. Naja, dann bist du wahrscheinlich wieder bis runter zum Strand. Wollte ich gerade sagen. Das kleinste Kleingemüse rumrennt. Ja, Dodos legen und Dilos legen, ne, sowas. Ja, und Baryonyx und. Baryonyx? Das Ganze. Baryonyx? Ego Mastax. Genau, so. Ich wollte sagen, wie. Baryonyx. Ja, bei den vielen Namen kann man doch auch mal durcheinander kommen. Oh ja. Hat jemand noch ein paar Hidestripes für mich? Ja, im Günni müsste das sein, Moment. Da sind nur noch zwei. Ah, okay, Moment, dann habe ich sie tatsächlich alle genommen, oder was? Komisch, warte mal. Ich repariere gerade durch Hidestripes. Warte mal, brauche ich aber nicht so viele. Wie viel brauchst du denn? So, wupp, hast du 45, bitte. Danke. Ansonsten haben wir auch noch heute in der Kiste liegen. Da kannst du notfalls noch ein bisschen... zerrupfen. Ne, alles gut. Ich habe jetzt, was ich haben wollte. Hoch. So. Coach, du hattest auch noch Hidestripes, hast du gesagt? Wie viel brauchst du? Wo bist denn du? Hinter dir. Ach, da bist du. Die habe ich gesucht. Au, 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 au! Danke für die Frisur! Immer gerne. Versau einer Frau nicht die Frisur. Bleib stehen! Au! Was braucht ihr denn dafür jetzt? Kann ich gar nicht gegen trinken, wo lauter Schmerz hier. Steht ja rechts so. Einfach nur ein Bucket. Okay. Ach du Scheiße. Ich brauche einen Eimer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ein Problem wird. Metal Strips brauche ich dafür. Und Metal Nails. Brauchst du einen Eimer oder reicht der normale Wooden Bucket? Eigentlich reicht mir auch ein Wooden Bucket. Kann man den so bauen? Ja, dann kannst du auch eigentlich so herstellen bei dir im Inventar.
Ah, ach so, so ein Eimer, der, ach der reicht. So ein Standard, Scheißeimer, so ein... Ich glaube, ich weiß ja, nicht, was du planst. Ja. Ein stinknormaler Holzeimer reicht. Stimmt, okay, ich dachte, ich muss diesen Schreinereimer herstellen. Ja, ne. Dann ist gut. Moment. Wir brauchen noch so ein entlegenes Plätzchen, ihr ahnt, was kommt. Das Klo, das ist voll geil. Das Plumpsklo ist eblig. Ja, Plumpsklo ist eblig. Das können wir aber dann in der nächsten Folge machen, bestimmt, oder? Ach nein, ist schon wieder soweit. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Aber jetzt habe ich alles endlich fertig für dieses Scheißhaus, auf gut Deutsch. Und dann ist die Folge fertig, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Warte mal, ich mach das jetzt da rein, ich will wenigstens noch bauen. Ja, ich mach's nicht da rein, ich mach's nicht dann da rein. Dann gibt's wenigstens ein ordentliches Scheißende. Ja, aber echt. Scheißfolge. Outhouse. Oh, ich hab doch noch nicht alles. Was brauch ich noch? Ach, den Bucket. Ich hab doch einen gebaut. Bucket. Bauen wir halt noch einen. Wie viele Buckets brauchen wir denn? Nee, die zählen nicht. Hey! Ich brauche für das Outhouse die anderen Buckets. Okay. Glaube ich. Moment. Outhouse nochmal? Ja, nee, ich habe ein Bucket drin. Zählt nicht. Wird nicht immer angezeigt. Ich muss da so einen Schreinereimer herstellen. Ja. Und dafür brauche ich die Metal Nails und Metal Strips. Also insofern kann ich dir gleich herstellen. Muss da Xar mal ran und ein bisschen was bauen. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und haut fleißig in die Tasten in die Kommentare, was wir so als nächstes anstellen, sondern wir müssen auch mal die anderen besuchen gehen, ne? Yep. Da müssen wir mal anklopfen. Wir wollen ja schließlich von deren Alchemisten noch mal was. Glaubst du denn, die finden wir? So ganz ohne Karte und ohne Kompass? Nee, weiß nicht. Aber unterwegs finden wir ganz viele tolle Sachen, die das Leben schöner machen. Sechse, Wölfe. Zum Beispiel. Wobei ein Wolf holen wir auch mal noch nett. Da müssen wir noch ganz viel vorher für. Also das ist noch ein Ding. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.